Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play, und zwar Let's Play Spellforce. Ja, diejenigen, die Spellforce nicht kennen. Spellforce ist ein Echtzeit-Rollen-Strategiespielmix aus dem Jahre 2003. Ich werde die Kampagne des Hauptprogramms und die der beiden Addons spielen. Und wir fangen dann jetzt mit des Hauptprogramms an. Als erstes erstellen wir uns einen neuen Charakter. Ich werde in erster Linie auf schwere Kriegskunst gehen und große Klingenwaffen. Als Zweitklasse dann werde ich dann noch Weise Magie und Leben nehmen. Das ist so fast Heilzauber in erster Linie. Und jetzt vergebe ich erstmal die Attributspunkte. Für schwere Kriegskunst ist Stärke und Ausdauer wichtig, um die Fähigkeit zu leveln, und für Weißmagie Weisheit und Charisma. So, jetzt geben wir noch den Namen ein und dann wünsche ich viel Spaß beim Intro. Alles begann mit der Entdeckung des Allfeuers und dem Geheimnis der Konvokation. 13 Magier, verblendet, getrieben von der Gier nach göttlicher Macht und unter der Knechtschaft des Zirkels, entfesselten ihre Armeen den Tod. Gebunden an die Kraft uralter Runen, verflucht zu ewigem Leben und ewigem Sterben. Bis der letzte Tag des alten Zeitalters angebrochen war. Seid ihr gekommen, um Zeuge meines endgültigen Triumphes zu werden, alter Mann? Nein, nur Zeuge eures Untergangs. Ihr könnt nicht gewinnen. Die Konvokation ist eine Lüge. Sie wird uns alle vernichten. Ist das so? Narren sind wir gewesen. Der einzige Narr seid ihr. Ihr hättet nicht kommen sollen. Thank you.
Ja, das war doch ein sehr imposantes Intro für das Jahr 2003. Und jetzt kommt erstmal die Einleitung. Willkommen zurück, mein Freund. Ich weiß, deine Erinnerung ist verblasst. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Viel ist geschehen. Der Krieg ist vorbei. Doch seine Folgen waren verheerend. Die Konvokation hat das Antlitz unserer Welt zerschmettert. Ich habe seither versucht zu erhalten, was von dieser Welt noch übrig ist. Aber jetzt spüre ich, wie die Zeit naht. Der Kreis schließt sich. Und diese Lande brauchen einen Beschützer. Mit dir soll die Macht der Rune noch einmal erwachen. Doch diesmal sollst du nicht der Sklave des Willens eines anderen sein. Diese Rune ist die Geißel, an die deine Seele geschmiedet wurde. Trage sie nun selbst und sei Herr deiner Entscheidungen. Ich bin frei. Meister Rohn, der Orden schickt mich mit wichtiger Botschaft. Etwas geschieht am Wildlandplatz. Kreaturen aus schwarzem Stahl, sie brechen in die Nordlande ein. Die Eisernen sind gekommen. So hat es also begonnen. Ihr müsst sofort aufbrechen. In der Tat. Ich werde Darius aufsuchen. Du, mein Freund, solltest zuerst deine Kräfte sammeln und dich ausrüsten. Folge dem Boten in die Stadt Graufurt. Sprich dort mit meinem Freund Sartarius. Er wird dich einweisen. Er gehört zum Orden des Erwachens. Viel Glück. Wir sehen uns, wenn ich zurückkehre, Freund. Bei den Göttern. Er hat tatsächlich einen Runenkrieger gerufen. Ich erinnere mich kaum. Wie gelange ich in diese Stadt, Graufurt? Folgt dem Weg durch die Felsen. Ich werde euch begleiten. Aber lasst uns vorsichtig sein. Die Berggoblins sind in Aufruhr. Ja, das war mal eine sehr schöne Einleitung. Und ja, wie man erfahren hat, die Konvokation hat die Welt größtenteils zerstört. Es sind nur noch Inseln vorhanden. Und ja, wir sind ein Runenkrieger und versuchen es quasi wieder Ordnung in die Welt zu schaffen. Als erstes sollen wir in die genannte Stadt Graufurt. Und dies ist natürlich erstmal ein steiliger Weg, der mit etlichen Gegnern natürlich gesät ist. Und als erstes ziehe ich erstmal die erste Fähigkeit in meine Schnellleiste. Das ist der Schlachtruf. Und man kann ja schon sehen, das Inventar ist eigentlich sehr, sehr gut unterteilt. Hier haben wir die Charakterinformationen wie die Rüstung, die Lebenspunkte und das Mana. Unsere Attribute, die Resistenzen und unsere Fähigkeiten. Dann eben noch unseren Ausrüstungsslot. Dann ein Slot für die Zauber, die wir erlangen können. Unsere Runentafel. Hier sehen wir zum Beispiel eine Menschenarbeiterrune, die benötigt wird, um Arbeiter der Menschen herbeizubeschwören. Später kann man noch, wie man sieht, weitere Runensteine kriegen von Zwergen, Elfen, Orks, Trollen und Dunkelelfen. Und es gibt auch spezielle Heldenruhen, die wir auch während unseres Abenteuers finden. Ja, der nächste Abschnitt sind die Pläne. Für jedes Volk gibt es Gebäudepläne, die man braucht, um Einheiten dann herstellen zu können, und halt auch bessere Einheiten kann man während des Abenteuers dann finden. Dann, wie in jedem Rollenspiel, gibt es dann noch unser Questlog, in dem halt unsere Quests aufgelistet werden, zum Beispiel unsere Hauptquests. Davon haben wir halt jetzt momentan nur eine, die heißt nach Graufurt, und wir sollen dem Weg durch die Berge folgen. Und das tun wir jetzt dann auch erstmal. Aber vorher